Ein Angreifer hat ja meistens ein Ziel, und das ist wirtschaftlich von ihrem Unternehmen profitieren zu können. Und er wird sich das verwundbarste Glied einer Kette aussuchen und das angreifen. Das verwundbarste in einem Computersystem ist tatsächlich der Mensch. Die meisten Maßnahmen für Cybersecurity erfolgen eben auf technologischer Seite, während die größten Schwachstellen eben bei Menschen und der Kommunikation zu finden sind. Die meisten Angriffe werden durch Social Engineering eingeleitet, wie zum Beispiel durch Phishing-Attacken. Das E-Mail ist noch das häufigste Mittel, mit dem Cybercriminals sich in den Firmen einarbeiten. Die meisten Male, die wir reinkommen in eine Firma, oder das größte Risiko sind immer die Mitarbeiter, und meistens sind Sachen, die schon wieder ganz vergessen haben. Cybersecurity muss in unseren Firmen ein Thema für jeden Mitarbeiter sein.